So, liebe Leute, das war's mit der Brandweste und das alles nur mit dieser schönen Waffe. Ja. Wenn ihr noch mal wissen wollt, wie meine Perkung ist, kann ich auch gleich noch mal zeigen. Damit ihr mal seht, wie ich das hier mache. So, ich habe ja keine Powerrüstung an. Zeige jetzt auch noch mal. So. So, keine Powerrüstung, ich habe nur diese schöne Tarnrüstung. So, und jetzt zeige ich euch mal so ein paar Kleinigkeiten, wie ich das halt gemacht habe. Ich habe mir hier so vier Mutationen. Wichtig ist hier Adrenalinreaktion. Da mache ich dann halt plus Wartenschaden bei niedriger TP. Das ist schon mal richtig geil. Und ja, das war's auch schon. So, und dann meine Waffe, habt ihr ja schon gesehen, meine Perkung kommt jetzt noch. So, das ist hier so meine Perkung, ne? Viel Tragekapazität, ne? Muss man ja haben. Wichtig ist aber das hier. Der, der und der hier oben. Alles auf Stufe 3. Dann habe ich hier noch, damit ich weniger Schaden habe. Ja, das hätte ich jetzt rausnehmen können, hätte ich jetzt gegen anderes eintauschen können, aber naja. Bin jetzt gar nicht im Team. So, dann habe ich hier, das brauche ich ja auch für meine anderen Waffen. Aber wie ihr gesehen habt, ne, ich habe jetzt nur meine Punkt 45er genommen. Hier für Munitionsherstellung immer super. Also von daher, das war der kurze Ausflug. Brandbestie ohne legendäre Waffe. Und jetzt zeige ich euch nochmal meine Waffe, damit ihr auch seht, dass es keine legendäre ist. Hier sieht man ja, die habe ich gerade ausgewählt. Die werden wir mal. Untersuchen, da könnt ihr sehen, keine legendäre Waffe, ganz stinknormales Kampfgewehr, 45er Automatik. Was will man mehr? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Like da, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal.